Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder und das letzte Heimspiel der Saison 2017-18 ist gespielt. Unsere Blackies haben die Admira mit 2:0 wieder nach Hause geschickt und haben einen sehr versöhnlichen Abschluss damit für die ohnehin sehr, sehr erfolgreiche Spielzeit 17-18 damit hingelegt. Es gibt ja noch das Auswärtsspiel in Altach nächste Woche, nicht zu vergessen. Aber ja, heute war auf jeden Fall das Ganze in einer sehr, sehr emotionalen Stimmung. Also Christian Garzai hat ja, wie man weiß, seinen Abschied gefeiert. Er hat sein letztes Spiel eben für Sturm nach knapp 16 Jahren. Also, und in diesem Zeichen stand auch das Spiel natürlich auch, den Cupsieg, den man nochmal zelebriert hat. Also es war wirklich emotional. Und ja, man hat eben einen versöhnlichen Abschluss. Man hat eben einen versöhnlichen Abschluss dementsprechend dann auch gefunden. In der ersten Halbzeit, wenn wir eben zum Sportlichen kommen, gleich mal nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit für die Admira aus Spitzenwinkel, ein Schuss knapp daneben. Unsere Blackies aber dann gleich auch selber mit einer guten Möglichkeit durch Bright Edombonchi nach einer Flanke von Hirländer war es, glaube ich, über die rechte Seite und Edombonchi mit dem Kopfball knapp vorbei. So Mitte der ersten Hälfte dann auch eine Top-Chance durch Danny Allah. Edombonchi diesmal der Vorbereiter und Allah auch ziemlich frei, der den Ball knapp über das Tor setzt. Also Sturm durchaus am Drücker im ersten Durchgang. Die Admira ab und zu mit Nadelstichen, kann man sagen. Aber insgesamt unsere Blackies schon überlegen. Es hatte so ein bisschen was von Sommerkick, obwohl es keine schlechte Partie war. Aber man hat schon gemerkt, beide Teams im leichten Schongang, sage ich mal. Also mit dem 0-0 ging es dann auch in die Kabine mit dem zweiten Durchgang. Dann gleich mit einem Paukenschlag. Erst eine gute Chance für die Admira. Spitzer Winkel knapp daneben. Und dann das 1:0 für Sturm, eine Ecke. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer sie getreten hat. Ich tippe mal auf Hirländer. Auf jeden Fall der Kopfball von Danny Allah, noch von einem weiteren Spieler, glaube ich, abgefälscht. Aber auf jeden Fall findet er den Weg ins Tor. Und das ist eben das 1:0 dann für unseren SK Sturm in Minute 48. Danach Sturm weiterhin überlegen. Vor allem Jakob Janscher ist mir positiv aufgefallen im zweiten Durchgang. Auf die Dienste von Peter Schul hat man übrigens verzichtet über die ganzen 90 Minuten. Er war nicht im Kader. Unser frisch gebackener Spieler der Saison durfte sich also ein bisschen ausruhen. Auf jeden Fall dann nach einem Janscher-Freistoß ein gefährlicher Kopfball von Spendlofer, der auch nicht ganz leider im Tor dann landete. Und dann eben auch noch ein Janscher-Schuss selber, der nicht reinging. Also durchaus gute Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das passierte dann in der 75. Minute. Bright Edombonchi tankt sich über rechts schön durch, bringt die Hereingabe Thorsten Röcher, der wunderbar sich den Ball herunterstoppt, nochmal einen Gegenspieler aussteigen lässt und ihn dann ins lange Eck schlänzt. Und eben zum 2:0 dann auch noch trifft. Aber das Highlight der Partie war auf jeden Fall jetzt nicht eines der beiden Tore, sondern die 85. Minute. Denn das war die letzte Minute quasi, der letzte Einsatz von Christian Garzai im schwarz-weißen Dress. Er kam dann noch die letzten paar Minuten für 7 Handel. Das ganze Stadion stand Spalier, also wirklich Gänsehaut-Feeling in Liebenau. Und ja, man hat ihm dementsprechend auch nach dem Spiel doch emotionale Worte gefunden. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abschied insgesamt von der Heimkulisse für diese Saison und ja, einfach eine geile Saison, die gut gekrönt wurde. Wie gesagt, das Alltagsspiel steht auch noch auf dem Programm. Und Hans Schluck jetzt da vor der Kamera, bitte komm, auf die Schwarzen. Ein bisschen Buntigammer Werbung natürlich. So ist. Danke. Und ja, ich würde sagen, einfach mit diesen Bildern verabschiede ich mich auch für diese Heimsaison zumindest. Wir sehen uns noch zum Video gegen Alltag und ja. Wir sehen uns einfach auch. Bis zum nächsten Mal hier bei der Lance-TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao. Bevor ich es vergesse, Dario Maresic hat auch verlängert bis 2020 an der Stelle. Also, euer Elias. Auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.